Ja, das da und da auch und ja, okay. Oh, haha. Hallo, Freunde, ich grüße euch. Der Gunner hier. Ja, ich habe hier gerade die Radareinheit ein bisschen überholt. Da war so ein bisschen Mumpe drin, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die Viecher hier reingekommen sind, aber es war Code von irgendwelchem Viehzeug. Ist ja auch egal. Es ist jetzt auf jeden Fall weg. Die Radareinheit funktioniert wieder in den normalen Parametern. Ja, und ich zeige euch am besten, wo wir gerade sind. Das heißt, eigentlich kann ich es euch auch erzählen, ne? Gut. Also, in meinem letzten Video habe ich ja erzählt, dass ich dieses auf Aberdeen, diesen gelben Planeten, diesen Schwefelplaneten, wie ich ihn nenne, ja, total interessant und spannend fand. Und da diese abgestürzte oder zerstörte Raumstation mitten über Aberdeen hängt. Und der Pilot, der Autopilot, sollte uns eigentlich jetzt genau hier rausgeschmissen haben. Und wir werden einfach mal schauen, ob das so passt. Und dann möchte ich ganz gerne mit euch mal schauen, was es da so zu entdecken gibt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, dann wollen wir mal gucken, wa? Ah, schaut mal. So, dann machen wir mal den Chat weg. Wow, da steht sie, diese Raumstation. Einfach so. Die ganzen Teile hier, schaut euch das an. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, den Chat mal abschalten. Das ist ja ein bisschen nervig sonst. So, das macht man übrigens so, dauerhaft abschalten. Ihr klickt bei Global Chat auf das Zahnrad. Dann Centovisor-Chat, das macht ihr aus. Dann könnt ihr hier wieder rausgehen und dann taucht auch kein Chat mehr auf. Tada! Ist ganz einfach. So, jetzt nehmen wir mal einen Schluck aus der Hydropumpe. Ah, es geht nichts über eine schöne Tasse Kaffee am Steuer. So, und jetzt werden wir uns da mal ein bisschen annähern. Wie ihr seht, hier oben rechts bei unserem Schiff, unserer Schiffsanzeige. Mir fehlt schon ein Stück Tragfläche. Man muss hier echt aufpassen. Die Trümmerfelder sind wirklich gefährlich. Da kann es ohne weiteres sein, dass man sich mal ein bisschen was kaputt macht. So. Okay. Man kann nicht erkennen, warum das passiert ist. Ob hier das ein großer Asteroid war, der quasi dann zersplittert ist in mehrere kleine oder was? Schaut euch das an. Ich meine, das ist ein ganzer Teil einer Station. Krass. Wenn wir da irgendwo einen Eingang finden, gehen wir mal rein. Was haltet ihr davon? Aber ich glaube, dafür müssen wir auch aussteigen, weil vielleicht sind da in den Ringen irgendwie so. Und sonst halt dort. Wir bewegen uns mal noch ein bisschen weiter in die Mitte. Vielleicht. Na, das ist ja alles merkwürdig. Was hier wohl passiert ist? Leute, wenn das einer von euch weiß, warum diese Station hier über Aberdeen im All schwebt, komplett zerstört, würde mich doch mal interessieren. So, nichtsdestotrotz, wir sind ja nicht zum Spaß hier, Freunde. Na, also werden wir uns jetzt auf Schusters Rappen auf den Weg machen. Okay, nicht ganz auf Schusters Rappen, wir werden rüber fliegen, aber per Anzug. So. Da ist er. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Das sind die Geschichten des Raumschiffs Freelancer Max vom Gunner, der auf dem Weg war, eine Raumstation zu erkunden, die er mitten im All entdeckt hatte. Okay, ich glaube, ich bin noch ganz schön weit weg. Ist egal. Ist egal. Das da. Das sieht aus wie eine Caterpillar.
Ich werde ja verrückt. Also wenn das jetzt... Das ist eine Caterpillar. Aber was macht die hier? Okay. Wir müssen nochmal zurück zum Schiff. Da werden wir erstmal näher ranfliegen, damit wir Waffen in Reichweite haben. Dafür bin ich hier zu weit weg. Aber, Alter, wisst ihr, dass ich vielleicht der Erste bin, der dieses Schiff jetzt entdeckt? Wie geil ist das denn bitte? Ich weiß nicht, ob hier von euch schon mal jemand durchgeflogen ist und sich das angeschaut hat. Man sieht auch keine Bezeichnung der Station, die das hier mal war oder so, ne? Dann könnte man ja in den Archiven mal schauen. Hier seht ihr übrigens den Schaden, den ich angerichtet habe. Verdammt. Ah, na gut. Okay, also erstmal wieder rein. Ah, okay. So, jetzt werden wir da mal ein bisschen näher ranfliegen. Luke lassen wir hinten gleich offen. Das gibt's ja nicht. Wie geil ist das denn? Vielleicht haben wir einen Schatz gefunden oder sowas. Wie cool. Okay. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Da ist er. Das ist ein Freelancer. Schaut euch das an. Hier fliegt. Hier ist eine zerstörte Freelancer. Okay, wir machen mal Licht an. Man kann nichts erkennen. Okay, Leute, wir gehen jetzt raus. Okay. Wir sollten vielleicht ruhig die Waffe... Ich glaube zwar nicht, dass hier noch jemand lebt, aber wir fliegen erstmal außen rum einmal und schauen mal, ob wir irgendwas entdecken. Okay, sie hat also keine Piratenzeichnung. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber wisst ihr, was hier sehr auffallend ist? Das Modul ist weg. Das Antriebsmodul, wo der Pilotensitz und alles drin ist. Schaut euch das an. Abgesprengt. Okay. Also, wenn es ein Piratenschiff wäre, würde, glaube ich, auf der Tragfläche hier so ein Piratensymbol sein. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Und schaut euch das an, die Fenster sind zersplittert. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Ob die vielleicht mit der Station kollidiert sind oder was? Nein, das würde nicht so einen Schaden anrichten. Na gut, aber dann wäre von der Caterpillar nichts mehr über. Triebwerke zwei Stück weg. Hier unten. Mal sehen, ob der Turm bemannt ist. Daran könnte man natürlich auch sehen, ob es ein Angriff war oder nicht. Da ist auf jeden Fall ein Eingang. Da gehen wir gleich mal rein. Aber erst gucken wir uns einmal um. Der Turm, Scheiben kaputt, nicht besetzt. Das ist ja mysteriös, wa? Okay. Okay, ich würde sagen, wir gehen rein, wa? Okay, Freunde. Licht ist an. Kommen wir da durch? Okay. Freunde, wir sind drin. Immense Zerstörung, schaut euch das an.
Aber ich sehe keine Leichen. Bis jetzt zumindest nicht. Okay, was haben wir hier? Erste Frachtmodul. Leer. Okay. Haben wir noch Energie? Ne, Energie ist tot, ne? Ja, gut, wenn kein Kommandomodul da ist. Gunner, du bist ein Düssel. Okay. Schauen wir uns das nächste an. Wobei, das erste, was mir auffällt, ich glaube, wir brauchen keine Waffe. So, die packen wir erstmal weg. Okay, das zweite Modul. Wir gehen erstmal wieder außen rum. Das ist das vordere, der vordere Teil des Frachtmoduls. Ein Teil, schaut euch das mal an. Ein Teil hier zwischen das, die ist in der Mitte durchgebrochen. Ob das eine Bombe war? Vielleicht wurde das Schiff in die Luft gejagt. Gott, wie krass. Auch hier keine Leiche. Alles leer. Okay. Gut, ich meine, keine Leichen bedeutet ja schon mal, dass die Besatzung vielleicht überlebt hat. Das wäre natürlich super. Weil grundsätzlich wollen wir natürlich keine gestorbenen. Kommen wir da lang? Keine. Okay. Turret-Eingang. Da geht's ins nächste Frachtmodul. Schaut euch das an. Auch hier wieder ein Frachtmodul drin. Baller. Auch wieder nichts zu sehen. Kommen wir da durch. Sieht gut aus. Okay. Und noch zwei große Frachtcontainer. Was war das? Okay. Nichts drin. Puh. Freunde. Was ist hier passiert? Habe ich Hallus? Da ist noch eine. Vielleicht, Freunde, waren das hier die Evakuierungseinheiten. Dass die Station quasi explodiert ist. Und das hier sind die Schiffe, die alles Nötige noch retten wollten oder sowas. Wo war denn jetzt gerade die andere noch, die ich gesehen habe? Da. Auch eine Caterpillar. Wenn ich das richtig sehe. Wir zoomen mal ein bisschen ran. Schaut euch das an. Aber das ist ein Zusammenstoß gewesen. Das ist doch eine. Das ist eine Cutlass. Das ist. Freunde, was ist hier passiert? Eine Cutlass, eine Caterpillar zusammengestoßen? Kämpfe? Okay. Schauen wir uns mal die Station ein bisschen näher an. Und dann würde ich sagen, gehen wir nachher nochmal zu dem anderen Wrack, die da drüben noch sind. Nirgendwo Bezeichnungen dran. Was war das für eine Station? Ein alter Reststop vielleicht? Ja, Leute, und hier im EVA
Im luftleeren Raum müssen wir natürlich auch auf unseren Anzug achten, wie voll unser Sauerstofftank noch ist oder unser Antriebstank. Na, das seht ihr jetzt hier unten bei Tank, das geht langsam runter. Wir dürfen uns also auch nicht zu weit entfernen vom Schiff, damit wir halt immer 300 Meter, damit wir auch immer wieder die Chance haben zurückzukommen. Alles zerstört. Ja, herzlich willkommen in der Alpha von Star Citizen. So, ich mache eine Pause und bin gleich wieder da. Ciao, ciao. Hallo, Freunde, da bin ich wieder. Und nicht nur ich bin wieder da, sondern auch der Chat. So, den machen wir erstmal wieder Ausgleich. Ja, ich muss mich entschuldigen. Das war gar nicht die Alpha. Nein, es war nicht die Alpha die Schuld, hat nicht die Schuld, sondern in dem Fall hatte das meine hauseigene Internetleitung. Die Schuld hatte meine Internetleitung. So, ja, Verbindung verloren, zack, kam eine Fehlermeldung. So ist das, ja. Also, Entschuldigung an das an die Alpha 3.7.2. Es war meine Schuld. So, aber nun weiter hier, Leute. Es sieht aber nicht so aus, als ob hier es irgendwo reingeht oder so, ne? Das ist alles. Das scheinen die Teile zu sein, wo eben niemand reingeht oder rankommt oder sowas. Wir gucken jetzt hier oben nochmal. Das sieht aus wie Kühleinheiten. Könnten sein, dass das vielleicht Reaktorkühlungen sind oder irgendwie sowas. Genau erkennen kann man das natürlich nicht. Wie lange die hier wohl schon im All ist, die Station, so kaputt. Und warum kommt niemand her und holt das Zeug weg? Gut, ein Grund könnte sein, Salvaging ist noch nicht im Spiel implementiert. Aber ich schwöre euch, Leute, wenn das reinkommt, sind ich und meine Vulture definitiv hier. Ja, nichts, seht ihr? Das sieht sogar von der Struktur her noch ein bisschen unfertig aus, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Rückweg Richtung Freelancer. Hier scheint es wirklich nichts zu sehen zu geben. Okay, das ist natürlich hier auch nur ein kleiner Ring gewesen, ne? Wenn man jetzt die Ringe mit Port Olisar vergleicht, müssten ja, das sind die Gravitationsringe, ne? Das heißt, die sind sowieso nie begehbar gewesen. Aber normalerweise müsste doch dran stehen, was das für eine Station war. Okay, Freunde, also auf eins habe ich jetzt auf jeden Fall Bock. Ich möchte hier mit einem Multitool schweißen und Teile abbauen. Und sie verwenden, um neue um Rohstoffe zu produzieren oder die Metalle einzuschmelzen und sehr cool. Aber sonst ist von dieser Station auch wirklich nicht mehr viel über. Da oben gab es auf jeden Fall einen Einschlag, das sieht man. Seht ihr das da? Hier? Da ist irgendwas durchgeknallt. Sonst wäre das nicht so auseinandergebeult. Da ist was Schlimmes passiert. Das ist ein Zusammenstoß auf jeden Fall gewesen. Ja gut, und dann vielleicht eine Kettenreaktion, ne? Eingeschlagen, durchgeschlagen, von oben nach unten durch. Vielleicht zu einer Kettenreaktion geführt, ne? Gravitation ausgefallen. Gravitation ist weg. Wahnsinn. Könnte
da oben irgendwas auf dem Schild erkennen? Nee, kann man nicht sehen. Also man muss hier auch echt aufpassen, dass man nicht die, da unten müsste die, genau, dass man nicht die Orientierung verliert. Das ist echt, krass. Es ist wirklich krass. Okay, Freunde, ich würde sagen, zurück zur Freelancer und dann schauen wir uns nochmal diese anderen Wracks an. Weil das sah mir doch auch sehr merkwürdig aus. Gerade weil es mehr als ein Wrack war. Und warum sollten die zusammenstoßen? Oder es waren eingelagerte Schiffe. Das könnte natürlich auch noch möglich sein. Ihr merkt schon, ist hier viel Platz für Spekulation. Was hätte, wäre, könnte. So, noch 300 Meter. Wo waren die anderen Wracks jetzt? Ich konnte sie von da aus irgendwie sehen, ne? Okay, gehen wir erstmal zurück. So. Wahnsinn. Freunde, Wahnsinn. Da ist es, okay. Also da oben, da werden wir jetzt noch mal hin. So. Versuchen wir mal, ohne zu sterben, in das Schiff zu kommen. So. Okay, und hepp. Ah, so. Ja, Leute, genau so habe ich mir das heute vorgestellt. Dass man wirklich mal was sieht, was man sonst nicht so entdeckt. Wir werden mal da hochgehen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dieses riesige Trümmerfeld hier an. Okay. Was können wir von außen erkennen? Da ist auf jeden Fall ein abgesprengtes Modul einer Caterpillar. Seht ihr das? Und das da. Was ist das? Ein Stück von einer Constellation, oder? Und das da hinten ist ein Stück von einer. Das sind noch mehr. Okay, also wir haben hier eine Constellation, ein Constellation Wrack. Wrack. Wir haben einen Caterpillar Wrack und wir haben ein Cutlass Wrack. Wrack. Okay, Freunde. Ich würde sagen, da gehen wir nochmal rein, wa? Ist das krass. Da ist der Fahrstuhl scheint unten weggesprengt zu sein. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Da lag auch, glaube ich, eine rote Kiste. Vielleicht finden wir ja wirklich was, was wir auch mitnehmen können. Das wäre ja geil. So, und ach, wieder raus. Nicht an die Triebwerke. Das ist immer ein bisschen heiß um die Frisur. Okay, fangen wir hier an der Caterpillar an. Wir haben auch wieder ein abgerissenes Triebwerk. Das kennen wir schon von der anderen. Da sieht man, dass das also wirklich Schwachpunkte sind, die ziemlich schnell dann lassen.
nachlassen. Okay, das erste, was ich mir angucken will, ist die Kapsel hier. Dass das auf jeden Fall das Triebwerk von der Cutlass. Wollen wir reingehen? Ja, los, komm, wir gehen rein. Okay. Abgesprengt auf jeden Fall. War Pilot noch im Sitz? Nee. Scheiße. Okay, Freunde. Was ist hier passiert? Betten sehen alle nicht gemacht aus, aber halt auch nicht unbenutzt. Okay, hier ist auch was rausgesprengt. Oh Gott. Okay. Da, schaut mal, Kisten. Das sind echt Kisten. Was könnte das? Das ist Müll. Okay, das ist Müll oder Schrott. Aber den brauchen wir nicht mitnehmen. Beziehungsweise wir können ihn auch gar nicht mitnehmen. Wir können ihm Ditch geben, aber den kriegen wir ja nie in unseren Laderaum. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde. Also ich kann... Das ist das Heck. Das ist das Heck von der Cutlass hier. Schaut euch das an. Komplett auseinandergebrochen. Also die Jungs müssen sich doch getroffen haben, oder was? Aber wir haben auch wieder keine Piratenzeichnung. Das könnte ein Unfall gewesen sein, aber... Ja gut, Panik vielleicht, ne? Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Okay, was ist das? Was ist denn das? Hallihallo, Hallöle. Freunde, das sind Waffen. Munitionskiste. Okay. Okay, 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 okay. Was hat das zu bedeuten? Okay, gehen wir erstmal wieder rein und gucken uns drinnen noch weiter um. Schaut euch mal den Container an. Der ist verblombt an einer Seite mit einer Tür. Von der anderen Seite ist er auch zu. Kann man die Tür noch öffnen vielleicht? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Gehen wir durch, wa? Habe ich Licht an? Ja, habe ich. Hier haben wir die Wohnquartiere, Freunde. Und nirgendwo Leichen. Was auch sehr verwunderlich ist, ehrlich gesagt. Weil, wenn es ein Unfall wäre, müssten ja hier irgendwo Leichen sein.
keine Schäden an den Triebwerken. Luftschleuse ist zu. Okay. Ja, hier war das Kommandomodul dran. Auch nicht mehr da. Das wird vielleicht das Modul da hinten sein. Okay. So. Das war das. Jetzt müssen wir da vorne mal hin. Da ist auch noch irgendwas drin. Schaut mal. Oder war das die Kiste, wo ich gerade schon war? Das war die, wo ich eben schon war. Okay, das ist auf definitiv eins der Schiffe, war ein Müllfrachter. Und das würde ich sagen, war die Caterpillar. Abgesprengte Kapsel? Cockpit? Okay, das geht bei der Cutlass gar nicht. Keine Waffen mehr im Reck. Freunde, das ist beängstigend. Okay, was haben wir hier? Leerer Frachtraum. Hier steht noch eine komplette Kiste, aber versiegelt. Das Gute ist, hier werden wahrscheinlich schon ewig keine Piraten mehr gewesen sein. Weil wie gesagt, das ist... Okay, hier geht's vorne raus. Was ist das hier? Okay. Hier haben sie, glaube ich, vergessen... hier haben sie, glaube ich, vergessen, das Bild drum zu machen. Außenansicht. Seht ihr das, Leute? Das ist wirklich beängstigend. Wirklich beängstigend. Was soll ich sagen? Ich bin überwältigt von dem, was ich hier sehe. Wirklich wahr. Okay, was fehlt uns noch? Die Constellation da hinten, ne? Gut, dann los, dann runter zur Constellation. Wo ist er jetzt hin? Verdammt, da. Wir fangen vorne an. Sauerstoffflaschen. Also... Ein Schrottplatz. Über einen Planeten, liebe Freunde. Anders kann man das nicht sagen. Hier unten die Luke scheint offen zu sein. Okay. Gehen wir mal rein, wa? Okay. Das ist die Brücke. Viel ist nicht mehr da. Es war auf jeden Fall keine Constellation. Es war keine... Wie heißt sie? Keine Aquila, also kein Forschungsschiff hier. Dafür fehlt, ist das falsche Cockpit drin. Aber
Aber ich kann im Moment auch noch nicht sagen, welches Schiff es war. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt erkennt. Aber ich sag mal, wenn es wirklich... Oh, Grafikbug. Wo sind wir jetzt? Das ist der Wohnbereich mit dem Fahrstuhl, genau. Was bedeutet, da ist die Sitzgruppe, der Tisch ist auch weg. Okay. Wir gehen mal durch den Fahrstuhlausgang raus. Abgerissen. Okay. Dann fehlt uns jetzt noch. Ah, hier. Schaut mal, hier sind die Rettungskapseln rausgesprengt. Das bedeutet, hier waren Leute. Aber die wurden vielleicht gerettet. Okay, gehen wir in den hinteren Bereich nochmal. Ne, das ist die Cutlass wieder. Wo ist denn jetzt? Das ist die Caterpillar. Wo ist denn das? Da. Da müssen wir noch hin. Okay, wir gehen erst einmal außen rum. Hier haben wir auf jeden Fall. Also, ich bin mir nicht sicher, was das jetzt hier ist. Sind das die Raketen? Das ist ja unglaublich. Und mal sehen, ob die P52 noch da ist. Alles weg. Ist sie nicht eigentlich? Das ist das Triebwerk mit dem... Der ganze Cargo-Bereich ist rausgerissen. Okay. Nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Okay, wir gehen mal von hier oben rein. Ich finde das gerade mega spannend, Leute. Mega spannend. Aber auch hier ist nichts zu sehen. Leere Laderäume. Gut, es könnte natürlich sein, dass die schon längst ausgeräumt worden sind. Und den Müll haben sie nur zurückgelassen, weil er eh nichts wert ist. Oder zumindest nicht in so kleinen Mengen. Das ist das obere Teil. Oder... Das untere Teil. Also eigentlich. Ja, oder? Ja. Hier würde normalerweise das Schiff sitzen. Okay, das ist aber ein gutes Zeichen. Das bedeutet, auch der Snapfighter ist weg. Vielleicht konnten sie sich damit auch noch retten. Das würde. Wäre gut. Das wäre richtig gut. Ja, hier seht ihr es schon, ist raus. Okay. Ja, Freunde. Das finde ich persönlich ist ja mal sehr aufregend gewesen. Ich glaube, jetzt haben wir hier auch jedes Wrackteil uns angeschaut. Müsste hier nicht irgendwo... RSI, das bedeutet, das Triebwerk wäre so rum richtig. So, das ist hinten. Das heißt, das Stück ist das da. Das ist quasi das, was da fehlt mit den zwei anderen Teilen. Constellation, da steht es. Puh.
Ja, Freunde. Ich würde sagen, langsam. Ich würde sagen, mit diesen Bildern hier verabschiede ich mich jetzt von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf der Oberfläche von Everdeen. Mal sehen, was dieser Planet uns noch für Geheimnisse zu offenbaren hat. Leute, ich wünsche euch was. Sage Tschüssi und over and out. Macht's gut. Ciao, ciao.